Ein Karren wurde ausgesandt. So. Na gut, wir haben keine andere Wahl, als hier uns mit einer Palisade zu helfen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ich hätte allerdings gerne eine gescheite Palisade hier. So. Hier ist zugemacht worden. So gut wie erledigt. Sofort. Oh, ach ja, den Jäger hier wieder aufbauen. Das wäre keine schlechte Idee. Also erstmal die Küstenstraße, die ich hier hatte, wieder aufbauen. So. Den Jäger wieder aufbauen. Und wir müssen für dringendst mehr Unterhaltung sorgen. Und ja, da ich eh mehr als genug Badewasser haben sollte und auch Honig, spendiere ich jeweils nochmal ein so ein Gebäude. Haltet die Truppen bereit! Das Trebuchet wird schon bald das Haupttor zerstört haben! Der Weg zur Crimson Zitadelle steht offen. Wir müssen sofort angreifen und Crimson Sabbat gefangen nehmen, um ihre Schreckensherrschaft ein für allemal zu beenden. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Oder es hat einfach darunter gelitten, dass ich zwischendurch mal ein Fest gegeben habe. Also ja, unser Trebuchet ist fertig. Katapultkarren. Steine. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Oh, das zweite Statue wird auch schon platt gemacht. Boing. Ja, für den Sieg zerstören wir Crimson Sabbats Hauptbasis. Zittert vor meinem Zaun. Die letzte Schlacht steht bevor. Soldaten, zerschmettert diesen Emporkömmling und seine winzige Armee. Ah, mein Herr hat Verstärkung geschickt. Ich werde eure jämmerliche Siedlung vernichten. Und zwar jetzt. Belagerungsturmkarren, okay. Wie viele Truppen kann ich mir noch leisten? Verstanden! Ja, für was soll ich mir eigentlich... Ein Karren mit Rohstoffen ist was soll ich warten, bis die Karren eintreffen? Schon unterwegs! Voller Stolz! Darf ich berichten, dass wir Crimson Sabbat gefasst haben? Die rechte Hand des Roten Prinzen liegt in Ketten. Ach, wir mussten ja nicht mal die Burg zerstören, die sondern Crimson Sabbat. Die Zitadelle ist gefallen. Crimson Sabbat hat sich ergeben. Der Sieg ist unser. Ja, da wird sie abtransportiert. Ihr habt mich zur Kapitulation gezwungen. Doch ihr werdet feststellen, dass am Ende der Rote Prinz triumphieren wird. Auch gut.
Jo, Elias. Hat gewonnen. Und Mission 15. Westholm. Ja, Westholm ist Mission 1 und Mission 15. Ja, wir müssen zurück in unsere Hauptstadt. Weil da wohl was am Brennen ist. Also, gucken wir mal, was los ist. Missionsbeschreibung. Euer Majestät, die Lage ist ernst. Wir wurden von einem aus unserer Mitte betrogen. Der Verräter hat die Truppen des Roten Prinzen nach Westholm eingelassen. Die königliche Stadt selbst ist in Gefahr. Die Truppen des Verräters werden schon bald hier sein, um uns gefangen zu nehmen. Einer eurer loyalsten Ritter muss aus der Stadt fliehen und eine sichere Siedlung im Norden erreichen. Der Ritter muss dort ein sicheres Hauptquartier errichten und unsere Verbündeten kontaktieren. Der Rest von uns muss hier die Stellung halten und unsere Stadt beschützen, auch auf die Gefahr hin, in Gefangenschaft zu geraten. Lasst mich offen sprechen, Majestät. Die anderen müssen den Thron schützen. Ich sollte derjenige sein, der geht. Ja, Elias, dich hatten wir gerade schon. Dräng dich nicht vor. Du willst nur nicht ins Gefängnis. Schickt euren kühlsten und besonnensten Kopf auf diese Mission. Es geht um nichts Geringeres als eure Krone. Da hat Hakim nicht ganz unrecht. Die große Mutter soll den Verräter zerschmettern. Lasst mich Verbündete zu unserer Rettung rufen. Guter Punkt. Unsere Heimat wird angegriffen. Ich kann mit Verstärkung zurück sein, noch ehe der Morgen graut. Nein, Markus, dich brauchen wir für den Endkampf. Wie können Sie es wagen, uns anzugreifen? Die anderen werden euch schützen. Ich hole Hilfe. Nehmen wir Tordal. Unser Kampf wird eines Lieb... nach einem Fest werden... Weil die anderen... Ups. Das wollte ich nicht. Auf Mission Ben, ich wollte Ritterinformation. So, überspringen. Lasst mich die unsere... Ich benötige Markus weniger Gold. Markus hat schon die meisten. Wie? Ich bestärke Alandra die Siedler in ihrem zwei. Glauben. Elias hat jetzt drei. Schickt und du hast auch drei. Meine Großmutter wäre stolz, mich hier zu sehen. Ja, für deine Großmutter, Tordal. Westholm. Feindliche haben mir marschieren auf Westholm. Konnte entkommen, doch der Verräter hat die anderen Ritter eingekerkert. Ich muss die Siedlung im Norden erreichen, um dort ein sicheres Hauptquartier zu errichten und unsere Verbündeten zu kontaktieren. Ja, Tordal. Ich muss überleben und die nördliche Siedlung erreichen. Die anderen Ritter zählen auf mich. Alles klar! Die königliche Stadt ist an den Verräter gefallen. Die anderen Ritter wurden gefangen genommen. Ich muss so schnell wie möglich die nördliche Siedlung erreichen. Ei! So, das heißt, wir müssen den Trupp opfern. Und ja, unsere Burg steht hier. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Hier sind Räuber. Schon unterwegs. Jawohl. Und ja, bis Tordal ankommt, können wir schon mal mit dem Aufbau beginnen. Wir werden wohl klein anfangen müssen. Also erstmal nur mit zwei Holzfällern, einem Steinbruch und einem Jäger und einem Fischer.
Oh, alles schön anschließen. Wenn wir auf Tort als Ankunft warten. So, gleich mal ausbauten. Machen. Dann brauchen wir einen Verwurschter und einen Räucherer. Affen vom Westholm könnten wir Söldner anheuern. Wenn wir das Geld dazu hätten. Verstanden! Auf euren Befehl! Schon unterwegs! Ah. Dieser Ort wird mir zumindest für den Augenblick Schutz gewähren. Ich muss zuerst eine Siedlung errichten, danach kann ich mich auf die Suche nach Hilfe machen. Hier drüben werden Steine und viel freie Fläche. Und hier wäre verdammt viel Jagdwild. Okay. Schon unterwegs! Schon unterwegs! Ja, ich denke, ich muss erstmal das Territorium hier einnehmen, weil ich hier Eisen und Jagdwild und Bäume habe. Wir sind hier übrigens auch jetzt wieder im gemäßigten Klima, das heißt, wir haben kurze Winter. Ja gut, was ist mit dem Territorium hier drüben? Wie ihr wünscht! Wobei das hier jetzt erstmal mehr als ausreichend wäre. Nee, nehmen wir lieber gleich das mit Eisen ein. Ist wichtiger. Das mit Eisen einnehmen. Neuer Holzfäller. Sofort! Ei, schon unterwegs! Jawohl! Ja, wir können nur über die beiden Fjorde, Furten drüber. Wir haben ein Territorium eingenommen. So, hier noch ein zweiter Jäger. Auf euren Befehl! Wie ihr wünscht! Also hier sind hohe Klippen. Was schon mal gut ist für die Absicherung in die Richtung. Oh, hier wären Schafe.
Habe ich hier drüben auch irgendwas Besonderes? Hm, leider nicht. Vor allem hier wäre... Hier wären genug Vielschafe. Ja, so wie es aussieht. Schon unterwegs!